Ich freue mich sehr, dass du mir bei meiner ersten Kaffeepause im Jahre 2021 Gesellschaft leistest. Mein Name ist Axel und ich freue mich sehr, dass du heute reingeklickt hast. 2021, ein Jahr, was mit Sicherheit ganz anders wird als 2020, hoffentlich besser, und ich hoffe auch, dass es nicht genauso wird wie 2019, sondern wir etwas gelernt haben. Aber es soll kein politisches oder sonstiges Video werden, sondern es soll nach wie vor um Uhren gehen. Deshalb möchte ich euch zwei Sachen heute in diesem Video zeigen. Zum einen meinen Stolz auf meinen Kanal. Ich bin nicht schnell stolz und lobe mich auch nicht sehr gerne selber, aber ich bin wirklich stolz auf die Entwicklung, die mein Kanal genommen hat. Das möchte ich euch kurz in einigen Zahlen zeigen. Und zum anderen habe ich eine Idee, wie ich euch, genauer gesagt dich, wenn du da Spaß dran hast, etwas stärker in meine Videos einbinden kann. Das kommt am Ende des Videos. Vielleicht interessiert dich das und dann bleib dran und schau es dir an. Zunächst mal zu den Zahlen. Mein Kanal ist jetzt noch nicht ganze 20 Monate auf YouTube und ich habe über 1.200.000 Minuten Watchtime. Das finde ich absolut den Knaller. Über 1.200.000 Minuten lang wurden meine Videos in Summe angeschaut. Das finde ich den totalen Knaller. Anfangs habe ich mich gefreut, wenn ich so auf ein oder zwei Stunden, also 60, 120 Minuten in der Woche kam. An guten Tagen liege ich jetzt bei 100 Stunden am Tag. Es ist echt super. Ich bin extrem begeistert darüber. Und das habe ich wirklich nur dir oder euch zu verdanken, weil ihr mir die Treue gehalten habt und meine Videos immer noch mögt und vielleicht sogar etwas mehr mögt als vorher. Meine Videos haben insgesamt über 300.000 Aufrufe bekommen. Ich weiß, insgesamt im YouTube-Universum ist das immer noch nicht richtig viel, aber ich bin super begeistert darüber und hätte mit dieser Menge nie gerechnet. Und ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken, sorry, ihr wisst, Kaffeetante. Das Ganze hat mich etwas überrollt und auch wenn ich vor der Kamera lockerer wirke, so bin ich mir doch bewusst, wie viele jetzt meine Videos sehen, und das sehe ich auch in den ganzen Kommentaren, die ich bekomme. Also vielen Dank an dieser Stelle, echt klasse. Ich habe über 1500 Abonnenten, was natürlich zusammenspielt mit den Minuten, die ich gesendet und habe und die gesehen wurde, mit den Klicks und die Abonnenten 1500, absolut super. Ich habe über 200 Videos hochgeladen. Als ich mein erstes Video hochgeladen habe, das war ja dermaßen grottig schlecht, dass ich ganz nah dran war, kein zweites zu machen. Ich bin froh, dass ich ein zweites, drittes, viertes gemacht habe und heute satt über 200 liege, und es macht mir immer noch Spaß. Ich werde weitermachen. Insofern, wenn ihr meine Videos mögt, freut euch auf das, was kommt. Wenn ihr sie nicht mögt, dann schreibt mir gerne, was ich verbessern kann. An dieser Stelle kam dann für mich die Idee, dass ich euch, beziehungsweise auch ganz persönlich dich, wenn du da Spaß dran hast, etwas stärker in meinen Kanal einbinden möchte. Und das kann ich machen, indem ich deine Uhr zeige. Dafür müsste ich die Uhr natürlich haben, was rein kostenmäßig nicht immer machbar ist. Eine Uhr hin und her zu schicken mit Wertversand kostet hin und rück 60 Euro für ein Video, ist nicht immer einfach zu machen. Aber da, wo es geht, räumlich oder vom Versand her, wäre es mir eine Ehre, deine Uhr ganz speziell in einem Review vorstellen zu können. Was aber auch machbar wäre, ist, dass du selber ein kurzes Video aufnimmst deiner Uhr, so 3, 4, 5, 6 Minuten, vielleicht auch mehr, und mir das Video zur Verfügung stellst und ich es dann kommentiere und daraus ein YouTube-Video mache. Auch das wäre denkbar. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass wir uns einmal gemeinsam deine Sammlung anschauen. Das können wir über einen Livestream machen, das können wir machen, indem du mir Bilder der Sammlung zeigst oder schickst. Es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn du an einer dieser Möglichkeiten Interesse hast, ich blende dir hier im Video meine Kontaktdaten ein, denn
YouTube hat keine Direct-Message-Funktion. Ich kann dich über YouTube nicht direkt kontaktieren, aber du kannst mich direkt kontaktieren, entweder über Facebook oder über Twitter oder über Instagram. Und ich habe auch eine E-Mail-Adresse. Alles das blende ich dir hier ein. Und wenn du Interesse hast, dann ping mich doch an, sprech mich an. Und dann können wir uns direkt austauschen, überlegen, was am besten geeignet ist, wo du am meisten Freude dran hast. Und es wäre mir eine Ehre, deine Uhr oder deine Uhren auf meinem Kanal zu präsentieren. Wobei natürlich mein Schwerpunkt weiterhin auf deutschen Uhrenmarken bleibt. Insofern ist das vielleicht ein bisschen eingeschränkt, aber wenn es da irgendwas gibt, was du gerne zeigen möchtest, was auf meinen Kanal passt, lass uns kurz austauschen. Und ich glaube, dass das nicht nur für dich, sondern auch für andere ganz interessant werden könnte. Ja, bleibt mir gewogen. Meine nächsten Videos kommen, sind schon geplant und gedreht, teilweise auch schon hochgeladen und terminiert. Ich bin sehr gespannt, wie ihr meine nächsten Videos findet, wie ihr dieses Video findet. Und bis dahin, tschüss, euer Axel.